Ja, und das Schöne ist, ich sag mal, die Leute haben ja unterschiedliche Motivationen. Ne? Die einen sagen wirklich, sag mal, du hast halt diese Performer in der Tanzschule, die sagen, boah, wir wollen was reißen und wir wollen auf eine Bühne. Und Mara, wir sind in der neuen Folge unseres Tanzen-Podcasts und heute bist du mein Gast. Du bist verantwortlich für Dance for Fans, jetzt noch nicht so lange, aber immerhin dafür verantwortlich, dass du es übernommen. Da kommen wir gleich später drauf. Aber meine erste Frage an dich: Wie geht's dir und wo bist du gerade? Ja, mir geht es tatsächlich total gut, auch wenn das Wetter alles andere sagt, wie das es einem gut gehen könnte. Hier ist es Horrorwetter in Heiligenhaus. Ich bin im wunderschönen Heiligenhaus in der Nähe von Düsseldorf bei uns in der Tanzschule, weil ich gleich Unterricht habe. Heiligenhaus ist bei Düsseldorf. Ich dachte immer, ich habe das immer total an die Nordsee verankert. Nein, da gibt es sowas wie Heiligenhafen, aber Heiligenhaus liegt so Ah. zwischen Essen, Oberhausen und Düsseldorf, also zu allem recht nah und trotzdem auf dem Land. Also eigentlich sehr schön. Also im Pott, aber am ländlichen Pott sozusagen. Richtig. Sehr gut. Mara, wie lange tanzt du schon und wie bist du zum Tanzen gekommen? Was eine Frei Du bist ja auch ADTV-Tanzlehrerin. War es so für eher, nee? Nicht so wirklich. Also ich bin keine, nee, ich habe den anderen Weg über das Hip-Hop Level 2 genommen und habe mir Okay. so damals tatsächlich die Anerkennung erkämpft somit sozusagen. Hey, cool. Jahrelang Turnier getanzt habe, wollte ich mir tatsächlich diesen Weg über die Ausbildung dann nochmal sparen, weil Ja. ich da nicht mehr so viel Lust hatte, da nochmal komplett in die Thematik einzutauchen. Und halt dann gesagt habe, nee, ich möchte eher so diesen Hip-Hop- und Videoclip-Weg gehen und ob es da eine Möglichkeit gibt. Und ja, da ich in der allerersten, im allerersten Ausbildungszweig damit drin war, habe ich es dann über diese Schiene gemacht. Ah, cool. Das heißt, du bist also Fachtanzlehrerin für Hip-Hop auf jeden Fall sozusagen. Und wie bist du zum Tanzen gekommen? Ich habe schon gerade rausgehört, du warst im Turniersport verankert, Standard Latein, beides. Ja, es fing ganz anders an. Also tatsächlich hat meine Mutter mich mit 3 Jahren in die Ballettschule gesteckt, was ich auch super fand tatsächlich. Und das habe ich dann irgendwann sehr, sehr exzessiv gemacht und war sogar so weit, dass ich dann bei der John Cranko Ballettschule in Stuttgart vorgetanzt habe. Ja. Und die mich eigentlich auch genommen hätten, aber es dann so ein bisschen familiäre Differenzen gab. So, das kennt man ja, Kind, mach was Vernünftiges. Und was ist mit deinem Plan B, wenn du dich irgendwie verletzt? Und kannst du so nicht machen? Und naja, das Ende vom Lied war, ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das wirklich bereue, weil sonst hätte ich vielleicht die vielen schönen anderen Dinge verpasst, aber man weiß es nicht. Ja, habe dann mit Ballett weitergemacht, aber dann war die Motivation natürlich so ein bisschen raus, wenn du nicht das machen kannst, was dir eigentlich so offen stand. Und wenn du es dann nur hobbymäßig machst, das war irgendwie nicht mehr das Gleiche. Dann habe ich über Spitzentanz, Stepptanz, das alles dazu gemacht und habe da eine Freundin kennengelernt, die schon Turnier getanzt hat, Standard. Und die hat mich dann mal mit zum Training geschleift. Also man muss sagen, ich hatte bis dato keinen Schritt-Tanzkurs, nichts, gar nichts gekonnt. Also wirklich nur die klassische Ballettschiene. Und die hat mich dann mal mitgenommen zum Turniertraining. Und da gab es dann auch direkt einen Partner. Und ich bin quasi von der ersten Stunde von 0 auf 100, so nach dem Motto, du kannst direkt Latein C-Klasse anfangen. Also auch nicht ganz unten in der D, obwohl ich, wie gesagt, für den Schritt Cha-Cha noch irgendwas tanzen konnte. Und das hat sich dann so ergeben. Dann habe ich mit dem Crash-Training gemacht und ja, habe dann Latein getanzt. Standard tatsächlich nie. Also wir haben Standard immer so ein bisschen Breitensport mittrainiert. Aber das war nie so meins fürs Turniertanzen einfach. Und dann haben wir uns dann relativ schnell bis in die S-Klasse hochgetanzt und haben dort dann auch noch lange weitergetanzt. Aber ihr wart nur bei den Amateuren oder wart ihr auch bei den Profis? Dann habt ihr ins Profilager gewechselt. Wir waren nur bei den Amateuren, aber ich habe ja dann meinen jetzigen ja, Lebensabschnittsgefährten, ja. fast Ehemann, den Jürgen, in Miami auf der US Open kennengelernt. Und er war damals schon bei den Rising Stars, also war schon Profi. Und wir haben uns dann kennengelernt und ja, haben uns verliebt. Und dann bin ich hier hochgezogen nach Düsseldorf. Ich komme ja eigentlich aus der Freiburger Ecke tatsächlich. Und dann haben wir auch zusammen getanzt. Das heißt, wir haben ein Jahr bei den Profis zusammen getanzt. Was für eine Karriere. Siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Siehst du musst dich öfter mit mir unterhalten. Crazy. Ist ja. ja Wahnsinn. Und dann bist du irgendwann die Hip-Hop-Fachtanzlehrerin geworden und
hast ja jetzt auch, oder ich sage jetzt mal, dein Baby, um was du dich ja so kümmerst, ist das Thema Dance for Fans auch, ne? Mhm. Das hast du übernommen oh Gott, das ist schon länger her, ne? Vor 2 oder 3 Jahren sogar, ne? Genau. Noch vor Corona auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, durch Corona verliert man so ein bisschen das Zeitgefühl, aber es war tatsächlich gefühlt, ein Jahr vor Corona, so im Übergang, und dann wurde es ernst. Wenn du jetzt Dance for Fans beschreiben müsstest oder sagen müsstest, was ist Dance for Fans, wie würdest du es beschreiben? Also grundsätzlich bin ich ja nicht der Mensch der wenigen Worte, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Wir haben alle Zeit der Welt. Dance for Fans, Videoclip tanzen. Ja, im Ursprung ja tanzen wie die Stars. Und das ist das, was ich eigentlich so cool finde. Also alles, was die Musikindustrie eigentlich hergibt an Dingen, die man halt chartmäßig überall hört. Mittlerweile ja nicht mehr nur im Radio, sondern auf Spotify und auf welchen Kanälen überall. Einfach die Musik, zu der getanzt werden kann. Und zwar, und das finde ich das Sensationelle, in allen unterschiedlichen Stilrichtungen. Es ist nicht nur Hip-Hop, es ist nicht nur Jazz. Mittlerweile ist es so vielfältig. Es hat sehr viel Latin-Afro-Einfluss bekommen. Mittlerweile gehen wir auch viel in die Contemporary-Schiene. Heels ist mittlerweile ein Thema, wo wir auch schon eine Choreo hatten und so. Also das finde ich eigentlich das Tolle, dass man das gar nicht so in eine Schublade packen kann, sondern sagen kann, naja, es ist musikabhängig. Und darauf entwickeln die Choreografen verschiedene, also jeder hat ja seine eigene Stilrichtung und entwickelt dann zu der Musik halt auch eine ganz eigene Choreografie und die eben dann wirklich die Masse ergreift, sage ich mal, weil man halt alle verschiedenen Dinge darauf anwenden kann. Das ist das Schöne. Und die Lieder, das heißt, ihr nutzt eigentlich das, was gerade in den Charts ist wahrscheinlich, logischerweise. Hat sich Dance for Fans gewandelt in der Zeit? Also ich sage jetzt mal, ich kann mich erinnern, ich bin ja auch Dance for Fans Instructor. Ich sage jetzt mal, ist auch schon sehr, sehr lange, ja. Und da war es ja wirklich noch klassisch Videoclip-Dancing, ne? würde ich sagen, tanzen wie die Stars, wie du gesagt hast. Ja. Hat sich es wirklich in den letzten Jahren dann stark verändert durch die Musikindustrie auch? Oder weil auch, sage ich mal, die Kunden und die Tanzkursteilnehmer das so wollten? Also ich würde sagen, es ist eine Mischung. Ich glaube, die Musikwelt und auch die Tanzwelt war vielleicht vor ein paar Jahren, also ich mache das ja tatsächlich auch schon unfassbare 17 Jahre, also nicht den Job jetzt, aber Dance for Fans an sich. Mhm. Und ich habe den Wandel ja sozusagen auch hautnah an meinen eigenen Kunden miterlebt. Und natürlich gab es früher schon Choreografien, die ein bisschen im Hip-Hop-Bereich waren oder die halt auch ein bisschen weiblicher waren, aber die Range war einfach nicht so groß. Und ich glaube, das hat jetzt einfach Amerika ein bisschen mit uns gemacht. Es gibt sehr, sehr viele Einflüsse natürlich aus den amerikanischen Studios. Es gibt sehr, sehr viele kulturelle Einflüsse in der Musik. Also wenn man im Moment mal schaut, es ist ja auch gerade im Sommer natürlich Reggaeton, Latino, diese ganzen Beats. Ja. Das hat sich alles viel mehr verstärkt, dass diese einzelnen Zielarten nicht nur so am Rande irgendwie auftauchen, sondern dass es eine eigene Szene quasi geworden ist. Und das konnten wir tatsächlich jetzt halt aufgreifen und von dem her hat es sich in die Vielseitigkeit total gewandelt. Weil wie gesagt, also ich glaube, vor 10 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, eine Choreo auf Heels zu machen oder so, ne? Vermutlich nicht, nee. Genau, und das sind halt so Dinge, die haben sich jetzt über die Zeit entwickelt. Oder ich sag mal auch, dass man sagt, ja, es ist nicht nur so ein bisschen Jazz angehaucht, sondern es geht jetzt auch in so eine Art Ausdruckstanz manchmal schon. Also wir haben jetzt tatsächlich auch Choreografien barfuß, die ganz extrem in Richtung Contemporary gehen. Auch mit heftigen Bodenteilen, wo man sagt, wow, da muss man eigentlich schon richtig gelenkig sein. Und es war am Anfang ein Versuch. Ich habe einfach mal eine Choreo mit solchen Dingen zugelassen und auch meinem Choreografen gegeben und habe auch gedacht, wir warten mal auf das Feedback der Tanzschulen. Entweder hauen die mir das alle um die Ohren und sagen, boah, das war wahnsinnig schwer. Aber es haben sich überall wieder neue Menschen gefunden, die genau das machen wollen. Und das ist, glaube ich, das Coole, was die Kurse auch mittragen, dass sich Leute jetzt irgendwo wiederfinden, die sich früher vielleicht bei Dance for Fans oder im Videoclip nicht so wiedergefunden hätten, weil es ja doch sehr stark uniform war, sage ich mal. Ne? Es gab ein bisschen Hip-Hop, es gab dieses klassische Videoclip-Dance, aber die Randsparten, die waren nicht so krass. Und wie gesagt, wir können jetzt viele irgendwo abholen, die sich sonst dort wahrscheinlich nie wiedergefunden hätten. Und das ist das Schöne. Das heißt, eigentlich ist mittlerweile wirklich auch das Angebot für die Tanzschulen so breit gefächert an Dance for Fans, dass es eben nicht mehr der Klassiker, also wie gesagt, wie zu meiner Zeit war nur Hip-Hop und also ich habe angefangen, ich glaube meine erste Choreo war Justin Timberlake, Sexy Back. Ja. Also weißt du, wie lange das schon her ist? Es ist dann doch
ein Stück. Und dann kann ich mich erinnern, danach gab es irgendwie Pussycat Dolls Buttons oder so. Das war ja dann auch schon sehr mehr weiblich auf jeden Fall. Aber das ist natürlich total spannend, jetzt auch zu sehen. Was würdest du denn schätzen, ist so die Altersgruppe, die Dance for Fans macht? Gibt's da Aussagen? Ist es wirklich nur noch jung oder ist es auch noch everyone? Also ich finde sogar tatsächlich, dass es sich nach oben hin extrem nochmal geöffnet hat. Also wir haben sehr, sehr viele mit 20er oder fast schon an die 30er, die gar nicht aufhören können, was wir so schön finden. Aber okay, da kann ich später noch so ein bisschen was erzählen. Da haben wir auch einen neuen Bereich etabliert. Also man kann sagen, das Gros ist natürlich zwischen 10, 12 bis 17. Das ist so die Hauptgruppe, mhm, wo wir wirklich am meisten Tänzer haben. Aber offiziell auf den Meisterschaften zum Beispiel tummeln sich auch Kids ab 8, in den Kursen sowieso. Mhm. Also der Übergang halt vom Kindertanz zum Dance for Fans dann irgendwo, dass man die schon mit auffangen kann. Und was auch immer mehr Trend wird, sind diese Erwachsenengruppen. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz viele jetzt mittlerweile, ich habe gerade schon gesagt, ich mache das selber 17 Jahre, die früher in Teams bei mir getanzt haben, aktiv. Ja. Die jetzt als Mamas zu mir zurückkommen, die jetzt wirklich auch schon 30 sind und in einer Dance for Fans Erwachsenengruppe tanzen. Sowas ist halt auch irgendwie cool, ne? Wenn die dann Wahnsinn. Wieder den zurückfinden. Wahnsinn. Welche, weil du gerade gesagt hast, ich habe nochmal eine neue Sparte quasi erschlossen. Was ist das für eine? Und zwar haben wir die Champions genannt. Wir haben aus den letzten 10 Jahren alle Gewinner der Contest-Schiene und die Plätze 1 bis 3 von der deutschen und von der Europameisterschaft genommen und haben die in der Champions-Kategorie zusammengebracht. Aus dem Grund, ich sag mal, irgendwann ist es ja so, die Erwachsenen fangen ab 16, 17 Jahren an und man bleibt halt in dieser Klasse, ne? Auch wenn man 25 wird und irgendwann, glaube ich, fühlt es sich komisch an, mit den Teenies dann mit 16 oder so zu tanzen. Oder vielleicht auch, sagt man, man hat keine Herausforderung mehr, wenn man immer Finale ist oder immer irgendwie vorne ist. Und man möchte sich vielleicht irgendwie anders messen. Und viele in dem Alter wollen auch den Weg als Trainer gehen oder Choreograf. Und das hat sich früher gegenseitig ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen halt nicht, dass die Leute eben noch auf der Fläche sind und danach am Wertungspodest sitzen und die anderen bewerten. Das ist immer schwierig dann mit der, ja, mit dem sich freimachen, sage ich mal, im Kopf einfach für die Leute. Wir haben gesagt, wir wollen denen aber eine besondere Möglichkeit geben, dass sie genau das werden können. Sie können Trainer werden, sie können sich als Choreograf bewerben, sie können sich selber weiterentwickeln, aber müssen nicht aufhören zu tanzen. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Leute dann von Dance for Fans weggehen und irgendwas anderes machen. Sie sollen ja dabei bleiben, wenn sie das über Jahre geliebt haben. Ja. Und so sind die Champions jetzt unter sich. Also zwangsläufig sind das natürlich viele Ältere, logischerweise. Natürlich kommen da jetzt immer die Sieger aus der letzten Contest-Saison dazu. Das können natürlich auch mal Jüngere sein, wenn die dafür gut genug sind. Gar keine Frage, das hängt ja nicht vom Alter ab. Aber ich sage mal, so sind die so ein bisschen unter sich und haben nochmal eine neue Challenge. Und das sollte eigentlich vor Corona schon anlaufen, aber das war ja jetzt alles ein bisschen schwierig in der Zeit. Aber die vereinen wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich im November auf der Deutschen Meisterschaft, sind die das erste Mal am Start. Wie stelle ich, das ist nämlich total spannend, weil es gibt ja diese Dance for Fans Contests auch. Ja. Wie stelle ich mir die vor, weil du jetzt auch gesagt hast, Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, gibt es eine Weltmeisterschaft auch oder ist ab Europameisterschaft quasi Schluss? Also es ist auf Europameisterschaftsebene Schluss, weil wir natürlich noch nicht übersee so viele Tanzschulen haben, wo wir sagen, okay, man kann nachher wirklich Weltmeisterschaft schimpfen, aber wir arbeiten dran, würde ich sagen. Sehr gut. Wie läuft denn so ein Contest ab? Welche Gruppen gibt es da? Gibt es da Duos, gibt es da Solos, gibt es da Everything, Altersspanne? Wie stelle ich mir das vor? Ich muss jetzt nämlich gestehen, ich war persönlich noch nie auf einem, deswegen wird es Zeit. Hol mich mal ab, sozusagen. Ja, es sind alle Altersgruppen vertreten, also es geht los mit den Kids. Mhm. Dann haben wir Junioren 1, Junioren 2, also die Kids gehen bis 11 Jahre, danach ist man Juniors 1. Dann ab dem 14. Lebensjahr Juniors 2 und mittlerweile ab 17 dann bei den Adults. Und wie gesagt, die Champions noch als ausgewählte Kategorie, wo man jetzt nicht einfach so starten kann, sondern da muss man auserwählt werden oder muss man sich mit den Platzierungen verdient haben. Das kann man machen im Solo, das kann man machen in der kleinen Gruppe, also in der Small Group, das sind dann bis zu 7 Personen und ab 8 ist man ein Team. Okay. Das heißt, die können Solo tanzen, die können in der kleinen Gruppe tanzen, die können im Team tanzen und die tanzen halt die Dance-Choreografien, die sie in der Tanzschule gelernt haben. Oder wenn sie sagen, nee, wir würden ganz gerne noch was machen, was uns selbst eingefallen ist oder was der Trainer selbst entwickelt hat, also auch eine kreative Schiene, das ist bei uns Open Showcase. Und das gibt es im Duo oder im Team. Und das ist quasi völlig losgelöst von den Dance for Fans Choreografien und ist eine völlig freie, also choreografisch freie Schiene.
und eigentlich auch frei in jeglicher Stilrichtung. Also wir hatten jetzt zum Beispiel beim letzten Contest auch ein Rock'n'Roll-Pärchen dabei. Also die könnte alles sein, vom Stepptanz über Hip-Hop, über richtigen Showdance, über Exhibition, also völlig egal. Man kann alles irgendwie reinmischen, kann seiner Kreativität komplett freien Lauf lassen. Wir wollten es halt überhaupt nicht einschränken. Aber das ist ja super, ne? Wenn du sagst, du hast kreative Köpfe, die dann sagen, sie wollen nicht nur die Dance for Fans Choreos. Bei den Contest-Choreos gibt es da irgendwie, wo du sagst, das dürfen nur die Choreos sein der letzten, was weiß ich, 12 Monate, oder ist es da auch völlig wurscht? Also wir ändern natürlich jedes Jahr nach dem Finalturnier, also es wäre wie gesagt wie jetzt im November, ändern wir die Choreoliste für die kommende Saison, weil wir haben einen Schnitt ungefähr, sage ich mal, wir bringen alle 4 bis 6 Wochen immer ja zwischen 4 und 6 Choreografien raus über alle Altersgruppen, und wenn man die natürlich alle zulassen müsste, einer muss die Choreos ja kennen, der Supervisor, und irgendwann, glaube ich, kann sich kein Mensch mehr freisprechen, dass man sagt, man kann sich das alles noch merken und so, dass man es halt auch richtig bewerten kann. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich der Zeitplan. Wenn natürlich jedes Solo sich jede x-beliebige Choreografie aussuchen kann, dann tanzt du irgendwann von morgens um 6 bis, weiß ich nicht, nachts um 0 Uhr. Und irgendwann wollen ja alle auch mal wieder nach Hause. Deswegen muss man die Choreoliste ein bisschen limitieren. Und da gucken wir natürlich schon. Also zum Beispiel für die Kinder ist nicht immer alles erlaubt. Da guckt man natürlich schon, dass es kindgerechte Bewegungen sind. Du hast gerade das Thema gebracht, Pussycat Dolls zum Beispiel früher. Wenn man so Choreografien hat, die so ein bisschen mehr weiblich, ein bisschen sexy sind, das lässt man die Kleinen natürlich nicht tanzen. Oder es gibt dann eben Kids-Versionen, wo halt viele weibliche Bewegungen oder ich sag mal zu anrüchige Bewegungen irgendwie rausgenommen sind, dass es kindgerecht bleibt. Und so werden halt nachher die Choreos ein bisschen hin und her geschoben. Oder manche Dinge sind dann vielleicht auch so schwer, die werden wirklich nur für die Erwachsenen zugelassen. Ja. Oder es gibt ja auch so Musikrichtungen, wo man sagt, das hören halt Kinder absolut gar nicht. Oder manchmal, wenn es um Lyrics geht, ne, dann sagt man halt auch, ist ja auch ein großes Thema, da möchte man halt auch die Kleinen irgendwelche Texte tanzen, wo man sagt, das geht irgendwie auch gar nicht. Ja. Weil wir mittlerweile auch deutsche Musik haben, das hatten wir früher zum Beispiel auch nicht so. Mhm. Und jetzt durch diese ganze Deutschrap-Welle haben wir natürlich auch viele deutsche Lieder, und da muss man natürlich auch ab und zu mal ein bisschen im Text filtern. Wir sind da ein bisschen lockerer geworden, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil das Problem ist, nimmt man diese Songs nicht, die Kinder können es eh alle im Kurs singen, also die singen dir auch die Texte so 1:1 mit, ob du es hören möchtest oder nicht, und die kennen das, die hören das, die finden das toll. Ich glaube, da hat sich die Zeit ein bisschen geändert. Wir wollen natürlich auf unsere Schützlinge ganz, ganz doll aufpassen und wollen schauen, dass es alles irgendwo im Rahmen bleibt, aber mittlerweile, glaube ich, sind die Texte alle so ein bisschen zwielichtig, und dann kann man irgendwann gar keine aktuelle Musik mehr nehmen, und dann dreht man sich im Kreis und ist vielleicht bei Schlager. Ich wollte sagen, find mal Texte in der heutigen Zeit, die nicht sind, wie du sagst, ne, sie sind am Schulhof, sie fahren im Bus, sie hören Radio, absolut total d'accord. Die Choreos, die ihr macht, gibt es die in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, oder ist es so wirklich, wo der Trainer dann angehalten wird, das runterzubrechen, oder sagt ihr, wir haben da auch wirklich für die Kids auch, wie du gerade gesagt hast, wir brechen da ein bisschen was runter und geben das auch schon so raus, oder ist da der Trainer derjenige, der damit zu tun hat sozusagen? Sowohl als auch, also ich sag mal, in erster Linie arbeiten wir erstmal nicht für den Contest, sondern wirklich für die Tanzschulen und wollen denen natürlich ein breites Spektrum anbieten. Das heißt, wir haben unseren, die heißen Klassik-Choreografien, die gibt es immer in 2 Schwierigkeitsstufen. Das sind die, die man auch für den Wettbewerb benutzen darf. Aber zum Beispiel auch für die Tanzschulen ist es halt uns ganz wichtig, dass man sagt, naja, man könnte jetzt halt die frisch reinkommen im Kurs damit abfrühstücken und sagen, die können auch auf dieses tolle, trendige Lied tanzen, aber eben nicht die Hardcore-Variante, weil die einfach noch nicht so weit sind, weil Erfolgserlebnis ist ja das, was die Leute weitermachen lässt. Absolut. Und genauso kann man das Lied aber halt auch bei seinen Superkursen verwenden, sage ich mal, wo irgendwelche Cracks oder Profis drin sind, und da hat man es in einem anderen Schwierigkeitslevel. Das heißt, diese Klassik-Choreografien, die gibt es immer in 2 Levels. Einmal leicht bis mittel, sage ich mal, und eine wirklich anspruchsvolle Variante. Das heißt, mit den Klassik-Choreos kann man da die Kurse schon mal mit abfrühstücken. Und dann gibt es noch reine Kids-Choreos, wo die Songs halt auch so ein bisschen mehr Kids sind, ne? Und Bewegungen noch mal ein bisschen mehr runtergebrochen. Das sind unsere Kids-Choreos ab 8 Jahren. Okay. Und haben Easy Plus, diesen schönen Namen. Das sind diese Mami-Kurse, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also ich habe zum Beispiel eine auch selber bei mir im Kurs, die ist mittlerweile 62. Und die tanzt, halte ich fest, seit 17 Jahren bei mir. Und ich kriege die auch nicht los. Die sagt auch selber, die rollt also noch nicht mehr mit dem Rollator, glaube ich, irgendwann hier raus. Ich glaube, die wird mit den Füßen vorwärts raus, weil die da so einen Spaß dran hat. Also, aber das ist doch super. Also wenn du da wirklich, das ist ja wirklich das Perfekte eigentlich, was passieren kann. Dass so jemand auch so lange bleibt.
und dass man dem immer noch was bieten kann, ne, am Ende. Gut. Und das Schöne ist, die sehen ja immer die Kurse vorher, ne? Die haben, also vorher habe ich auch mal einen Dance for Fans Kurs und dann ist in meinem Kopf natürlich schon immer, ja, für die Erwachsenen nimmst du zum Beispiel so ein leichteres Level von der Klassik-Choreo, weil, ne, Bodenteil und so, das wollen ja vielleicht alles nicht mehr. Nee, die sehen den Kurs vorher und sagen, Mara, wir wollen genau eins zu eins das machen, was du mit deinen Leuten machst. Und das ist das Schöne, wir haben halt so viele verschiedene Levels, ob man jetzt wirklich so eine reine Easy-Plus-Choreo nimmt für die Erwachsenen oder halt was aus der Klassik-Serie oder wir haben auch wirklich Choreografien nur für Einsteiger. Das kann man sich halt in der Tanzschule individuell so zusammenbauen, wie man es für seine Kurse braucht. Und ich sag mal, im normalen Tanzschulalltag kann man sich das ja auch so zusammenmischen, wie man das möchte. Wenn man jetzt sagt, man nimmt Teile vom Level 1, von dem leichten Level und sagt aber, die andere Stelle, da geht jetzt doch ein bisschen mehr, da nimmt man halt von der schwierigen Choreo zum Beispiel den Refrain dazu oder so. Das kann man sich ja selber zusammenmischen. Für den Contest nicht, da muss es natürlich originalgetreu in diesem Contest-Level sein. Aber für die Tanzschulen kann man sich da so mit dem Material hin und her bedienen, dass man gefühlt eigentlich alle Klassen damit abdecken kann. Und also wenn jetzt die Kunden kommen und sagen, hey, cool, Dance for Fans und so, das ist was für mich. Nochmal, was ich super gut finde, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir ja ein super breites Spektrum abdecken. Weil ich glaube, das ist vielen Tanzschulen ja in der heutigen Zeit auch wichtig, da wirklich breit aufgestellt zu sein. Haben die Teilnehmer auch irgendwelche Gutsis noch davon? Also ich weiß, wir waren ja eine ganze Zeit lang Corona. Dann noch davor hatten wir ja immer die Kooperation mit dem Fernsehgarten. Ist es auch für alle offen oder sind da auch dann nur die Guten der Guten sozusagen? Nein, also es gibt viele Projekte bei Dance for Fans, wo im Prinzip jeder in der Tanzschule, die Voraussetzung ist natürlich wie für den Fernsehgarten, du bekommst eine Choreo, die Schüler sollten natürlich die Choreo tanzen können, klar. Ne? Also, Makes sense auf jeden Fall, ja. Ja, das wäre von Vorteil. Aber natürlich wollen wir auch, sage ich mal, den reinen Hobbytänzern Möglichkeiten bieten, solche Dinge anzunehmen. Also da gab es schon viele Events, wo man eine Menge an Tänzern gebraucht hat, die jetzt nicht so wahnsinnig schwierige Sachen machen, sondern die halt einfach auch nachher in der Menge dastehen und hinter einem Star oder so halt irgendwie performen können. Siehe Fernsehgarten oder früher gab es viele Kinokooperationen, wo man dann bei Kinoeröffnungen oder sowas, bei Filmpremieren das dann nochmal mittanzen konnte und so. Also wir sind schon sehr bemüht, da den Hobbytänzern auch einfach ein Forum zu bieten, dass die halt auch viele Möglichkeiten haben, sowas zu machen. Das kann ich bestätigen, weil ich weiß, das Jahr vor Corona, der Fernsehgarten, das ist auch, zumindest war das mein Eindruck, als wir vor Ort waren, ja auch für die Gruppe total wichtig. Also dieser Zusammenhalt, ich meine, da wird was geboten, da kommen ganz, ich glaube, es war damals Mike Singer, bilde ich mir ein, als wir da waren. Und ich glaube, es waren knapp 1000 Tänzer oder so, ja, und ein Tick mehr sogar. Und ich meine, für die ist es ja auch super gut, ne? Das ist, sie sehen Stars, ja. Du hast ein volles Programm. Also ich weiß noch, wir haben die ein bisschen angeheizt und so, dass die erstmal gut drauf sind, die Choreos gemacht mit denen. Und das ist natürlich auch total das Spektakel, ne? Der Tag davor, dann an dem Tag zweimal die Probe mit dem Künstler, ohne den Künstler. Das ist natürlich auch so ein super Gutzi, was wahrscheinlich auch nicht jeder bieten kann, logischerweise. Aber Dance for Fans macht's möglich. Richtig. Ja, und das Schöne ist, ich sag mal, die Leute haben ja unterschiedliche Motivationen. Ne? Die einen sagen wirklich, sag mal, du hast halt diese Performer in der Tanzschule, die sagen, boah, wir wollen was reißen und wir wollen auf eine Bühne. Und denen ist dann irgendwann auch ein Stadtfest nicht genug oder ein Tanzschulauftritt, die gehen dann vielleicht auf eine Meisterschaft und finden sich da halt wieder. Dann hast du aber so diese typischen Gruppenleute, ne? Die sagen, ach, ich mache das, weil es eine Freundin macht oder weil es all meine Freunde machen. Und für solche Dinge, die sagen, ne, sie müssen sich gar nicht so selbst verwirklichen mit Platzierungen oder mit Urkunden oder sowas. Und für die sind eben, wie du gerade gesagt hast, so für den Zusammenhalt ist es halt unfassbar wichtig. Ja. Die können damit was unternehmen, die können trotzdem irgendwie auftreten. Aber es ist nicht dieser Stress und Druck mit einer Bewertung, sondern es ist halt mehr so dieses gemeinschaftliche auf der Bühne stehen oder halt. Das ist fun. Genau. Und das ist einfach, auch eine ganz andere Motivation, finde ich, die auch super wichtig ist in der Tanzschule. Absolut und mir wird gerade auch so bewusst, dass es tatsächlich nicht nur breit gefächert, sondern auch jeder Motivation irgendwas dabei, was du ihr bietest, ne, wie du jetzt gerade gesagt hast, egal ob Turnier oder nicht. Lass uns dann nochmal ganz kurz zu den Contests zurückkommen. Wie habt ihr das gemacht während Corona? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass das natürlich, das war ja die Herausforderung, sage ich mal,
Gab es Contests in den 2 Jahren oder habt ihr es komplett auf Eis gelegt? Weil wenn jetzt die deutsche Meisterschaft wieder ist, gehe ich ja davon aus, dass davor irgendwas stattfand, logischerweise zum Qualifizieren. Wie lief es bei Dance for Fans in der Corona-Zeit? Also jetzt muss man als Einleitungssatz sagen, die ganzen Contest-Leute, wir haben ja im Normalfall, wenn es ganz normal zugeht und eben solche Dinge wie Corona uns nicht beeinträchtigen, haben wir in der Regel eigentlich so, ja, 6 bis 8 Contests im Jahr. Wie gesagt, in der Mitte des Jahres eine deutsche Meisterschaft und zum Ende dann im November meistens eine Europameisterschaft, mit der es dann eben endet. Und das ist halt wirklich so eine, wir haben pro Contest ungefähr mal 1000 Starter, also zwischen 700 und 1000, je nach Hallengröße. Da kann man sich schon vorstellen, was normalerweise über ein Jahr zusammenkommt. Und jetzt mussten wir all diesen Menschen natürlich sagen, sorry, Corona, keine Veranstaltung und Contest leider erstmal auf Eis gelegt. Das war furchtbar für uns alle, weil es auch so ein bisschen ist wie, also es ist nicht nur Wettbewerb und Messen, so wie du gerade gesagt hast, es ist halt auch so ein Happening und so ein Zusammenkommen und die kennen sich alle und da sind auch so viele Freundschaften entstanden, tanzschulübergreifend. Und auf einmal waren diese ganzen Termine halt einfach weg. Wir waren wirklich bis zum letzten Moment, wollten wir das durchziehen, aber wie gesagt, es ging halt irgendwann nicht mehr, weil natürlich uns das Wohl der Tänzer oder die Gesundheit natürlich dann auch am Herzen lag. Da haben wir schweren Herzens dann die Contest-Tour abgesagt und haben dann natürlich überlegt, was können wir machen. Und dann haben wir relativ schnell insgesamt 3 Online-Conteste aus dem Ärmel gezogen, sage ich mal. Den ersten haben wir uns noch nicht so ganz rangetraut, weil wir gesagt haben, wir wollen mal gucken, wie die Tänzer es annehmen. Haben es nur für die Solisten gemacht und auch nur für die Master-Kategorie. Also wir haben ja einmal Leute, die schon länger tanzen und haben aber auch einen extra Newcomer-Bereich, also für Leute, die ganz, ganz frisch im Geschehen sind. Und haben dann erstmal gesagt, nee, wir machen es nur für alle Altersgruppen im Solo-Bereich und schauen mal, wie die Resonanz ist. Und wir sind fast umgefallen, weil wir hatten, glaube ich, über 600 Starter beim ersten Contest. Und dann haben wir gesehen, okay, die Leute haben Bock, da geht noch was. Ja. Und haben damals ja noch todesmutig, da konnte ja keiner ahnen, wie lange das wirklich geht. Also ich habe es nie so wirklich geglaubt, dass es so lange hält, aber gut. Jeder. Genau, dann haben wir irgendwie gesagt, naja, es wird ja auf jeden Fall wieder eine Live-Serie geben noch in dem Jahr. 2020 war da noch die Hoffnung. Dann haben wir gesagt, naja, von dem Online-Contest, die ersten 3 Plätze qualifizieren sich und dann geht es weiter mit den Live-Contests. Ja, dann ging es aber nicht weiter. Dann haben wir gesagt, na gut, dann gibt es eben Online-Contest Nummer 2. Dann machen wir mal mit allen Zip und Zap, dann machen wir mal wirklich mit allen Teams und so. Und haben gesagt, mal gucken, wie die Leute das annehmen. Und jetzt muss man ja noch dazu sagen, zu den Zeiten waren die Tanzschulen zu. Das heißt, das war auch total genial. Die Videos sind an allen, und ich sage es wirklich, wie es ist, an allen möglichen Orten aufgenommen worden. Also auf dem Auto, also an der Autobahnraststätte, im Gartenhaus, irgendwo hier auf so in Skaterparks, im Wald, in, okay. Überall. Also wir haben Videos gekriegt, alleine das hat sich schon gelohnt, das alles anzuschauen, weil es einfach so spannend war. Und ja, die Tonqualität war hier und da natürlich, ne, wenn halt einer an der Autobahnraststätte dreht und den Ton nicht nachher ordentlich drüber legt, dann hörst du halt hinten die Autos vorbeifahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte einen ganz anderen Charme. Und wir haben auch so uns Wertungsrichtern im engeren Kreis nachher gesagt, naja, das muss man alles mal ein bisschen abspecken, weil das also war hochkreativ alles von den Locations. Und die haben sich unfassbar viel Mühe gegeben, also die ganzen Tänzer. Und das Gleiche haben die wirklich auch mit den Teams durchgezogen. Also haben das halt auch ja, im Freien gemacht. Und beim dritten Contest, den ja, da war ja leider dann immer noch Corona und immer noch keine Live-Contest, haben wir gesagt, okay, alle guten Dinge sind 3, dann machen wir noch einen dritten. Und da mal Open Showcase dann noch dazu genommen und gesagt, die kreative Schiene. Mal gucken, wie die Leute da drauf sind. Aber ich meine, beim dritten wären zumindest ein paar Bundesländer schon wieder in den Tanzschulen gewesen. Okay. Ja, und dann hatten wir das Glück, dass wir gesagt haben, okay, wir würden trotzdem gerne versuchen, vielleicht kleinere Contests zu machen, ob es jetzt funktioniert. Und hatten mit, also kann ich nur sagen, alle Daumen hoch für unsere Veranstalter. Die haben da alle so zusammengehalten und wollten alle wirklich unbedingt für die Tänzer. Und dann haben wir jetzt tatsächlich im knapp zwei Monaten hatten wir den ersten Contest in Eppelborn und vor 2 Wochen jetzt den zweiten in Wilhelmshaven plus die 3 Online-Contests, macht 5 und daraus ergibt sich dann jetzt quasi Ende November die deutsche Meisterschaft. Und ja, es war eigentlich in Anführung fast eine vollwertige Saison. Deswegen haben wir jetzt halt auch gesagt, das ist nur ein Finale, / deutsche Meisterschaft, ja. Weil Europameisterschaft, wir hatten zwar auch 2 oder 3 holländische Teams dabei, die online mitgemacht haben, aber es war natürlich nicht so jetzt wie im Live-Geschehen. Deswegen endet es halt einfach mit einem großen Finalturnier, aber ja, alle haben sich unfassbar gefreut, dass überhaupt wieder irgendwie.
habt ihr auch dann die Wertungskriterien geändert oder wie habt ihr es mit der Bewertung gemacht? Weil ich sage jetzt mal, du kriegst natürlich ja auch kein sofortiges Feedback als Tänzer, ne, in dem Fall. Wie habt ihr es da gemacht zu sonst? Also wir haben die Kriterien an sich gelassen, weil ich sage mal, der große Vorteil vom Online-Contest ist ja tatsächlich, du kannst ja dein Video so oft aufnehmen, wie du möchtest. Ja. Du drehst es halt 20 Mal, weil du immer irgendwo was verdengelt hast oder so. Da sagst du, nee, das geht dir nicht. Und du kannst ja deine schönste Version hochladen. Der Nachteil ist natürlich, wir hatten ja auch Vorrunde, Zwischenrunde, Finale. Es war halt immer das gleiche Video, logischerweise. Also ich muss nicht die Videos austauschen. Aber bei einem Live-Contest ist es ja von Runde zu Runde diese Momentaufnahme, die du ja nicht so gut im Griff hast. Ne? Das kann ja so oder so ausgehen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, naja, wir messen schon mit den normalen Kriterien, die wir sonst auch haben. Technik, Ausstrahlung, Schritte, ne? Wie original ist das alles? Aber haben halt so ein bisschen abgespeckt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Tonqualität, weil das sind ja eigentlich, die werden sonst auf Contests vorgegeben. Ne? Da ist die Musik, die ist im einwandfreien Zustand. Die drückt, also wird gestartet, die endet an der richtigen Zeit und so. Und natürlich haben wir vorgegeben, wie lange das sein muss. Aber jedes Video, bis man es anmacht und ausmacht und so, ne, da waren so kleine Spannen. Und da haben wir einfach mal, ich sag mal, wirklich alle Augen zugemacht, weil wir gesagt haben, uns kam es drauf an, um die Performance, um die Teilnahme. Und natürlich sollte richtig bewertet werden. Deswegen haben wir das auch alles gleich gelassen. Aber ich sag mal, ich nenne es mal die Umstände, haben wir einfach ein bisschen abgemildert und haben gesagt, ja, mein Gott, dann hört man halt im Hintergrund das Auto von der Autobahn, dann ist das halt so. Spannend, aber es ist auch witzig, wie sich das verändert. Aber ist es ein Zukunftskonstrukt, was eine Idee ist, oder geht man wirklich wieder komplett auf die Live-Contests zurück, eben aufgrund des ja auch des Happenings, ne, was du gesagt hast, für die Leute? Ich meine, die haben ja irgendwie auch ein Ziel, eine Motivation, das dann zu präsentieren am Schluss. Oder ist online noch was, wo man sagt, ja, das behalten wir uns mal irgendwie noch im Hinterkopf? Also wir wollen es auf jeden Fall beibehalten und der Plan oder die Idee war tatsächlich jedes Jahr auch einen Online-Contest nochmal zu machen, der auch mit in die Qualifikation fällt. Okay. Einfach aus dem Grund, manchmal ist es ja auch so, wenn jetzt nichts, also ja, da komme ich gleich zu, wir haben noch ein neues Projekt mit Regional-Contests, aber im Normalfall, sage ich mal, hast du 5, 6 große Contests und sag mal, wenn es jetzt richtig schlecht läuft, hast du vielleicht gerade dein Abitur in den ersten 2, 3 Monaten, wo Contest ist oder so, dann kannst du bis zum Deutschen vielleicht nicht richtig starten, weil ich sag mal, von März bis Mai sind da ja alle irgendwie dann mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigt, sage ich mal, wo das Tanzen ja dann auch hinten ansteht. Oder dann haben sie noch eine Taufe oder sind was weiß ich was und können irgendwie nicht hin und sagen, Mensch, ich würde aber zum Finalturnier wäre ich da, aber ich kann mich irgendwie nicht qualifizieren. Ja. Oder die können dann sagen, ich fahre doch jetzt nicht quer durch Deutschland, weil du nur zu dem einen Termin kannst oder so. Ne? Es ist ja dann auch immer, wo ist es dann an dem Termin, an dem man kann? Und da wollten wir den Leuten einfach die Möglichkeit bieten und sagen, doch, wir machen das, wir probieren das, weil es eigentlich eine tolle Sache war und schauen mal, wie es angenommen wird. Also wir waren uns einig, dass man, glaube ich, jetzt, wenn man sofort sagen würde, komm, wir machen jetzt im Dezember noch einen Online-Contest, sagen alle, lasst mich mit dem Online in Ruhe, weil, glaube ich, alle einfach total fett ab mit dem ganzen Online-Kram sind, auch die Schüler gerade durch die Schule. Aber ich glaube, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, wir haben ja alle auch ganz anders gelernt, mit den Medien jetzt umzugehen, kann schon für die Zukunft ein Tool sein. Das wird sich dann rauskristallisieren. Ich persönlich glaube jetzt für die Gruppen vielleicht nicht so, aber für die Solisten, die nochmal zusätzlichen Anreiz haben und sagen, Mensch, ich würde aber doch gerne oder vielleicht möchte ich auch mal nur nochmal eine andere Choreo ausprobieren und dafür möchte ich nicht so weit fahren oder so, ja, dann lad doch dein Video hoch. So. Ja, ist aber eine ne gute Idee eigentlich, auf jeden Fall, ne? Zu sagen, man lässt sich diese Option auf jeden Fall offen. Die Infrastruktur steht ja am Ende des Tages, von dem her, da hat ja jeder gut vorgearbeitet. Jetzt hast du gerade noch erwähnt, die Regionalcontests, das New Project, was hat es damit auf sich? Ja, ich hatte ja vorhin schon erzählt, wir hatten normalerweise immer so, ja, 6 normale Contests plus, wie gesagt, diese 3 Final-Contests in der Regel. Und natürlich haben sich über die Jahre ein Pool von Veranstaltern ergeben mit bestimmten Orten, wo es halt immer ist, sage ich mal. Und wir haben toi 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 durch Corona viel Veranstalterarbeit leisten können und konnten viele neue Veranstalter dazu gewinnen und haben auch gesagt, für Neue ist es natürlich sicherlich oder besonders auch nach der Corona-Zeit schwierig, sich an so Großveranstaltungen ranzutrauen, ne? Weil es natürlich auch ein Kostenapparat ist und ein Planungsaufwand, gar keine Frage. Und vielleicht nicht immer nachher auch das hinten rauskommt, wo man sagt, dafür hat man jetzt die ganzen Tage und Wochen gearbeitet. Weil also wir haben selbst schon Contests veranstaltet, das ist Arbeit, also gar keine Frage. Es ist nichts, was einem jetzt irgendwie zufliegt. Natürlich ist es Werbung und natürlich haben die Leute auch was davon. Die eigenen Leute müssen nicht weit fahren, wenn man es, ne, bei sich irgendwo in der Halle macht oder wenn große Tanzschulen sind. Aber
Wir haben gesagt, das kann irgendwie nicht alles sein, man muss noch andere Optionen haben und wir wollen es jetzt auch ein bisschen kleiner möglich machen, dass man zum Beispiel sagt, weil wir haben so viele Tanzschulen in Deutschland, die ganz, ganz große Räumlichkeiten haben, die selber auch einen Contest in der Tanzschule machen können. Und dann sagen die aber vielleicht, ja, wir machen jetzt nur die Newcomer, wir machen rein Newcomer-Contest, wir machen jetzt alles. Ja, bei den Großen ist das sind die sogenannten, ich nenne sie jetzt mal All-In-Contests, da hast du alle Kategorien, musst auch alle Kategorien nehmen. Und da kann man jetzt mal sagen, Mensch, ich hätte mal Lust, nächsten Samstag habe ich noch nichts vor, mache ein bisschen Kaffee-Kuchen-Verkauf in der Tanzschule, habe da keine großen Kosten, mache es natürlich nett in der Tanzschule, aber die Tanzschulen haben alle Lichtton, das ist ja alles sowieso immer super, dann kriegt man ein paar Zuschauer rein, die können selber entscheiden, sagen, ja, stopp, bei 200 Leuten oder so, also 200 Zuschauer und vielleicht, was weiß ich, 200 Tänzer, das kriegen die guckt und dann macht man dann schöne Tagesveranstaltungen von 10 bis 17 Uhr draus. Und man kann sich aber trotzdem qualifizieren. Und diese sogenannten Regionalcontests, da trauen sich natürlich verständlicherweise die Veranstalter nochmal viel eher ran und sagen, ach, das würde ich auch mal probieren. Und wenn das dann funktioniert, dann mache ich auch mal einen großen. Also das ist so der Weg. Oder eben zusätzlich die Altveranstalter sagen, ach, ich mache jetzt mal noch einen kleinen dazu. Und das ist die Idee, dass man das halt nochmal ein bisschen mehr entfächern kann, dass man halt nicht immer so weit gefahren werden muss, dass man auch mal sagt, Mensch, man kann mal noch einen kleinen Contest um die Ecke mitnehmen oder so. Wir haben halt auch sehr viele crazy people bei Dance for Fans, die wirklich 3, 4, 5 Mal tanzen. Und dann ist es natürlich auch mal schön, wenn es öfter in der Nähe ist, ne? Wenn man nicht immer quer durch Deutschland muss. Absolut. Ich weiß es ja selber. Ich komme ja aus dem karnevalistischen Tanzsport. Und da war das auch so, ne? Da bist du entweder ganz weit gefahren oder, wie du sagst, hast irgendwie alles mitgenommen, was um die Ecke war, um irgendwie die Punkte zu bekommen oder die Qualifikation zu holen, ne? Das verstehe ich. Und wie du sagst, je geringer gerade nach Corona vielleicht erstmal der Aufwand und das Risiko ist, um Hallen zu mieten oder was auch immer, ist das natürlich gut. Mara, jetzt, was mich jetzt noch interessiert, so zum Schluss, du bist ja der Produktmanager für Dance for Fans. Was genau ist deine Aufgabe? Gehen wirklich auch alle Choreos über deinen Schreibtisch und du nickst die auch ab und sagst, yo, die machen wir? Oder sind die Choreografen da frei? Nee, also ich habe tatsächlich meinen Choreografen-Pool unter meinen Fittichen, sage ich mal. Und also es ist ein, worüber ich sehr froh bin, ein Netzwerk. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz 25, 26 und maximal 27. Genau. So, und natürlich glaube ich, bin ich auch noch am Pulse der Zeit, aber die Choreografen sind ja im Schnitt doch alle ein ganzes Stückchen jünger und sind doch nochmal anders natürlich an der ganzen Geschichte dran. Und wir arbeiten Hand in Hand. Also ich suche Musik aus, wo ich sage, das möchte ich unbedingt haben. Die geben mir Vorschläge. Wir gucken dann, also oder ich gucke dann und sage, was passt von den Lyrics, was passt, was brauchen wir vom Stil her, was könnten die Tanzschulen brauchen. Weil wie gesagt, in erster Linie geht es uns ja, also der Contestbereich ist natürlich ganz, ganz toll. Aber in erster Linie geht es natürlich, um die Tanzschulen zu füttern mit der Dance for Fans-Thematik. Und dann guckt man, was braucht man. Und dann gibt es im Prinzip eine Choreovergabe. Die Choreografen bewerben sich für die Songs. Und der Beste wird genommen. Das heißt aber nicht immer, das ist der beste Choreograf, sondern das ist vielleicht das Passendste im Moment. Ne? Manchmal sieht man ja auch ganz, ganz tolle Choreografien. Aber ich sag mal, wenn die nachher zu abgespaced sind und die in der Tanzschule auch keiner tanzen kann, dann bringt das nichts. Oder manchmal sagt man auch, das und das würde im Moment einfach besser passen vom Stil her, weil jeder Choreograf arbeitet ja auch anders. Das hat dann gar nichts mit der Arbeit des Choreografen zu tun, im Gegenteil. Nur manchmal passt irgendwas in dem Moment einfach besser in die Nische. Das muss ja irgendjemand koordinieren und das mache ich. Aber es ist, was ich sehr schön finde, eigentlich ein sehr schönes Netzwerk mit den ganzen Choreografen. Also es entsteht da viel Gemeinschaftsarbeit. Aber das also ich stelle mir das ja wirklich und ich habe da echt Respekt davor. Ich meine, jetzt mache ich für den gleichen Verband, wo du Dance for Fans machst, sage ich mal, den Podcast und Social Media, aber du hast ja nochmal einen ganz anderen Rattenschwanz dahinter, im Sinne von, ich meine, diese Musiken müssen ja auch irgendwie freigegeben werden, ne? Also ich meine, da hängt ja ein super Rattenschwanz dahinter, zu sagen, wir haben nicht nur eine geile Choreo, sondern wir brauchen natürlich auch irgendwie die Freigabe des Künstlers, des Plattenlabels, um den auch nutzen zu dürfen. Machst du es alleine oder hast du da noch irgendjemanden, der dir hilft? Das hat uns, also es sind ja nicht mehr die Originalsongs, deswegen brauchen wir die Freigaben gar nicht mehr. Wir geben immer eine Musikempfehlung raus, dass der Song, dass die Choreografie besonders gut zu einem Song passt. Es gibt aber natürlich auch Kooperationen, wo wir die Freigaben bekommen. Und da kümmern wir uns dann mit mehreren Leuten drum, dass es dann eine Freigabe gibt. Also du bist nicht die Einzige, die es dann wirklich machen muss und stemmen muss, sozusagen. So als letzte Abschlussfrage, wie siehst du
Dance for Fans in 5 Jahren? Oder wo siehst du auch Dance for Fans in 5 Jahren? Ja, das ist eigentlich tatsächlich auch die Thematik, mit der ich mich im Moment sehr stark selber beschäftige, weil ich diesen Wandel und diesen Aufschwung so gerne nutzen möchte. Also ich sehe Dance for Fans definitiv als was sehr Großes oder noch Größeres, wie es eh schon ist, mit was man noch mehr Dinge abdecken kann. Also ich möchte eigentlich, dass Dance for Fans in den Tanzschulen wirklich unabdingbar wird oder die, die es noch nicht kennen, dass sie es wirklich ganz gerne implementieren. Weil man, wie du vorhin selber schon gesagt hast, wirklich halt die Möglichkeit hat, damit so viele Kunden einfach auch zu fangen. Weil es kaum eine Stilart gibt, sage ich mal, die man damit jetzt in dem reinen Street-Dance, Videoclip-Dance, auf Pop- und Chart-Songs, du kannst einfach alle Richtungen damit einfangen. Und das würde ich einfach noch gerne noch viel mehr intensivieren, weil man in den Stilrichtungen gibt es noch so viele offene Möglichkeiten, wo man noch mehr Dinge machen kann. Und ich finde es halt so schön, weil ich es am eigenen Leib erlebe und sehe, dass manche Menschen sagen, oh, also seit wir das und das machen, finde ich das auch total cool. Vorher fand ich das nicht so gut. Und das ist so die Intention, das nochmal auszubauen und nochmal viel mehr im Detail auszureifen, wie es jetzt schon ist. Ja, also würde ich, glaube ich, so komplett unterschreiben wollen. Deswegen alle, die zuhören und zusehen, auf jeden Fall eine Dance for Fans Tanzschule ausprobieren und gucken, was da so läuft und was da gerade gemacht und unterrichtet wird, weil ich glaube, das ist wirklich auch die Zukunft. Und gerade nach Corona, wie du gesagt hast, den Aufschwung mitzunehmen, tut uns allen gut. Und jeder hatte jetzt Zeit, sich, glaube ich, auch nochmal selber mit seinem Kurs Programm seiner Vielfalt zu beschäftigen. Und da ist, glaube ich, Dance for Fans durchaus schon das richtige Produkt für ganz, ganz viele Tanzschulen in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn da ein paar neue Kunden in die Tanzschulen kämen. Absolut. Ich auch. Mara, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für den Einblick, den du uns gegeben hast in Dance for Fans und die Breite der Masse sozusagen. Und dann kann das Jahr ja nur gut starten. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir hinkommen mit Dance for Fans. Und ich komme mal zu einem Contest vorbei und schaue mir das an, wie das da läuft. Unbedingt. Ich danke dir.